So, Sportsfreunde, heute geht es um ein wichtiges Thema, Ernährung. Seit ich 14 bin, habe ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt. Teilweise belastet es auch, weil wenn du mal ein gewisses Wissen hast, kannst du auch nicht mehr zurück. So ist es. Gut, also hier geht es um meine 5 Ernährungslügen, die ich selber für mich so erkannt habe. Ich rede jetzt heute in diesem ganzen Video eigentlich von meinen Erfahrungen. Ich will hier auch niemanden runter machen. Also das sind so meine 5 größten Ahas gewesen in der Ernährung. Was mir auch gesagt wurde. Also mir wurde gesagt, Roy, trinke 2 bis 5 Liter Wasser am Tag. Okay. Was heißt das für mich? Heißt das jetzt, dass ein Quellwasser hier vom Rigi abgefüllt, ohne irgendwelche Giftstoffe drin oder ein normales PET-Wasser, heißt das jetzt, dass diese beiden Wasser gleich sind? Klar, ein Chemiker sagt jetzt, das ist H2O. Aber ich meine, mal abgesehen, PET, ein PET-Wasser, da kann ich jetzt 10 Jahre in die Ecke stellen und das wird immer noch trinkbar sein. Ein Quellwasser, das kippt bei Raumtemperatur, kippt das spätestens nach einer Woche, weil es einfach lebt, es ist einfach lebendig. Ein Quellwasser hat eine rhythmische Kristallbildung. Ein Quellwasser hat über 1000 Milligramm Sodium im Wasser, ein PET-Wasser hat wahrscheinlich 50 bis 100 Milligramm Salz. Das heißt, der Körper kann eigentlich dieses Sodium gar nicht aufnehmen. Ne? Und wir kennen alle die Situationen an Wettkämpfen, Transition Area vor dem Wettkampf, nächsten Tag hast du einen Wettkampf, es ist sehr heiß, Athleten laufen rum, trinken alle 5 Minuten einen Schluck aus PET. Ne? Und es ist sehr gefährlich. Man weiß, dass so der Wassergehalt im Körper natürlich steigt, der Natriumgehalt sinkt im Blut, teilweise unter 135 Millimol pro Liter. Das heißt, du dehydrierst. Oder? Du dehydrierst. Meine Empfehlung ist einfach, wenn ihr Wasser trinkt, achtet auf die Qualität vom Wasser A und B trinkt, wenn ihr Durst habt. Bitte. Don't overdo it. Vor 10, 15 Jahren hat das noch niemand gesagt, dass du so viel trinken musst. Plötzlich muss man heute so viel trinken und die meisten trinken halt aus irgendwelchen toten Wassern. Es hat überhaupt keine Energie. Für mich entzieht das Energie und schwuppdiwupp. Also Quellwasser, wenn es geht, oder Hahnenwasser, mineralisiert, mit ein bisschen Salz, ein bisschen O-Saft drin und mit Kristallquarzen belebt. He? So, das war mein erster. Zweiter ist, was mir erzählt wurde, ist, Protein ist gut für die Erholung. Jetzt mal abgesehen tierisch oder vegan, auf das will ich jetzt gar nicht einsteigen. Aber wenn man die Studien ein bisschen genauer studiert und anschaut, dann sagen sehr viele Studien, mehr als 15 Gramm pro 3 bis 4 Stunden kann ein Körper eigentlich gar nicht aufnehmen. Das heißt, bei meinen 77 Kilo über 24 Stunden berechnet werden das in etwa 1,15 Gramm pro Körpergewicht. Also nicht wirklich viel. Trotzdem sehe ich viele Athleten, die eigentlich nach dem Training einen Shake, dann vor dem Training einen Shake, die über 100 Gramm mehrfach am Tag so Protein in sich hineinschmeißen. Ich finde das nicht gut, aus folgendem Grund. Klar, der Körper kann Proteine in Kohlenhydrate umwandeln. Das kann er. Das Problem ist aber, dass dieses überschüssige Protein aufwendig abgebaut werden muss. Und dabei entstehen, wie ihr wisst, Protein entsteht aus Stickstoff und bei diesem Abbau entstehen Säuren. Ammoniak, das Homocystein wird angeregt im Blut, der oxidative und nitrosamine Stress erhöht sich. Das heißt, du übersäuerst einfach längerfristig. Oder? Das Blut wird dick. Und wir wissen, dass eine langjährige Besäuerung im Körper kanzerogene Wirkung hat. Also für mich habe ich jetzt nie wirklich gefühlt, damals als Profi, wenn ich jetzt auf 200-300 Gramm Protein pro Tag gehe, dass ich mich jetzt schneller erhole. Habe ich jetzt für mich so nicht festgestellt. Für mich ist unter 10% des Energiebedarfs pro Tag decke ich mit Proteinen. Das ist irgendwo im Bereich 50 bis 70 Gramm. Das reicht mir völlig. Bitte prüft das, ob ihr wirklich so viel Protein braucht. Okay? Milchprodukte ist gut für die Knochen. Als du Kind warst, hast du auch viel Milch getrunken und bist gross und stark geworden. Okay, ich wurde gross und stark,
Aber mit Milch hatte das nicht so viel zu tun, weil damals habe ich die Milch von meiner Mutter bekommen, die war nicht pasteurisiert und auch nicht homogenisiert. Also, man weiß, pasteurisierte Kuhmilch kann krebserregende Hormone enthalten. Eine Studie der Harvard University setzte pasteurisierte Kuhmilch aus industriellen Milchbetrieben nun sogar mit Krebserkrankungen in Verbindung. Aha. Wir wissen, Kuhmilch enthält Östrogene, Progesteron und insulinähnliche Wachstumsfaktoren. Sie ruft starke Insulinwirkung hervor und aktiviert anabole, kanzerogene Zellsignalwege. Okay? So, mal ausgeballert. Trotzdem hat Milch einen relativ tiefen glykämischen Wert. Ich mache nachher schnell die Verbindung. Das sehen wir auch hier bei Swiss Milk angegeben. Schreiben Sie drauf, niedriger GI. Ja? Wie ihr wisst, glykämischer Index, ein Apfel in der Apfelliste hat einen Wert von 35, das heißt, er hat 35% so starke Wirkung auf den Blutzuckerspiegel wie Zucker. Nehmen wir jetzt mal Joghurt, fettarm, hat ca. 14, so in dem Bereich. Ein Joghurt mit Zucker drin, wahrscheinlich so im Bereich 50. Also es ist immer noch GI relativ tief, von Milchprodukten. Das stimmt, was Swiss Milk hier erzählt. Das Problem ist eigentlich bei der Milch eher, dass die Milch einen hohen Insulinindex hat. Okay? Das ist wieder ein anderer Index. Geht sehr lange, bis man sowas findet. Ich blende das oben im Video dann noch ein. Was ist der Insulinindex? Alle Menschen, die zuckerkrank sind, wissen das wahrscheinlich. Dieser ähnelt eigentlich dem glykämischen Index, bezieht sich aber nicht auf den Blutzuckerspiegel, sondern die damit verbundene Erhöhung vom Insulinspiegel. Also, das ist eigentlich der Grund, wieso Milchprodukte wirklich nicht so gut sind, weil sie stimulieren den GIP, also glukoseabhängiges insulinotropes Peptid. Kompliziertes Wort. Insulinotrop bedeutet Insulinsekretion stimulierend. Okay? Also ein Joghurt Natur, bottom line, hat ca. 80 Punkte auf diesem Insulinindex. Und das heißt, es ist fast so wirkend wie Zucker, wie pure Zucker. Hier haben wir einmal ein Produkt. Ist jetzt so wurscht, ich will diese Firmen auch gar nicht runter machen, aber das ist jetzt so ein Bifidus-Drink, Hello Family steht da drauf. Wenn ich jetzt da schaue, ich habe in diesem Getränk 72 Kalorien. 72 Kalorien in einem Deziliter. Das böse Coca-Cola hat 42 Kalorien, also fast das Doppelte an Zucker in so einem Milchshake drin. Also muss man aufpassen, Hello Family, lass uns zuckerkrank und dick werden, könnte man hier draufschreiben. Das wäre zum Beispiel so ein Punkt. Gut, also Milch, die große Enttäuschung. Ich habe lange Jahre neben einem Bauernhof gewohnt. Damals war das sehr, sage ich mal, auch romantisch mit diesen Küchen und bei uns hat es die Glocken und so weiter. Aber wenn man dann genau dahinter sieht, Big Business und ich rede jetzt nicht gegen die Milch, oder? Aber trotzdem, für mich no go. Vierter Punkt, was auch draufsteht, sollte eigentlich auch in einem Lebensmittel drin sein. Kommen wir nochmal zurück auf dieses Produkt hier. Bio-Rice-Drink, schön Bio drauf. Und da steht drauf, no sugar added. Für mich, no sugar added heißt für mich automatisch, dieses Produkt hat wenig Zucker drin, weil sie ja keinen Zucker dazu getan haben. Das ist so verstehe ich das in meinem Hirn, oder? Und ich habe auch viel von dem getrunken und dann irgendwann mal festgestellt, okay, hat ja doppelt so viel Kohlenhydrate eigentlich wie Coca-Cola, oder? Oder hier, die Haribo macht Kinderfrohgeschichten. Dieses Produkt, also Gummibären, steht auf dem Insulinindex zu oberst, top of the line, 130 Punkte. Das heißt, wenn du ein Kind als Eltern, ich habe einen fünfjährigen Sohn, wenn du das Kind dick machen willst, zuckerkrank machen willst, dann füttere ihm Gummibären. Okay? Das ist so für mich die Short Version. Und
ganz bewusst stehen ja diese Gummibärchen und all dieses Junkzeugs auch in der Kasse, wo man dann noch zusätzlich kaufen kann. Ganz abgesehen davon, wie viele E's, also wie viele E-Nummern diese Lebensmittel haben. Wenn man da drauf guckt, oder was haben wir hier drauf? Kann es auch nicht so gut lesen, also hat es drauf. Wachs hat es drin, Dextrose, Glukosesirup, Zucker, Apfelsäure, Natriumhydrogen, Malt, ist also Wahnsinn. Okay, muss mich beruhigen. Okay, also, bitte lest besser, was draufsteht. Fünfter Punkt, was ich so ein bisschen auch für mich herausgefunden habe, ist die Geschichte mit dem Salz. Mir wurde gesagt, zu viel Salz erhöht den Blutdruck. Hier auch wieder die Frage, Salz gleich Salz. Also ich meine, was soll das, oder? Also wir wissen, dass ein Industriesalz ist ein raffiniertes Salz, das zu 100% aus Natriumchlorid besteht. Beim einfachen und günstigen Verfahren werden diese Wasser aus der Erde gepumpt und dann in einer Sohle an die Erdoberfläche gebracht. Dann durchläuft das Salz einen chemischen Reinigungsprozess. Dieser Prozess wird das Salz gebleicht. Und die Mineralien gehen verloren. Magnesium, Silizium und so weiter ist dann einfach alles weg. Übrig bleibt eigentlich ein reines Natriumchlorid für den Gebrauch als Speisesalz. Okay? Meistens werden diese Salze noch mit Rieselhilfen versehen. Das sind so unbedenkliche Stoffe wie Magnesiumcarbonat oder Calciumcarbonat, aber auch teilweise Aluminium. Hydroxid, das muss man sich mal einfach überlegen. Aluminiumhydroxid in einem Salz. Was hat das in einem Salz zu tun? Ist ja logisch, wenn man so ein Salz nimmt und dann eine Studie macht, dass es eventuell zu Bluthochdruck führen kann. Okay? Ich brauche 3 bis 5 Gramm Salz pro Tag. Ich nehme ein Himalaya-Salz, ich nehme ein Bergsalz. Und fühle mich absolut top. Mein Blutdruck ist irgendwo 60 über 90, also eher eigentlich zu tief. Okay, das sind so meine großen Ahas rund um die Ernährung. Bitte schreibt mir unten im Kommentar rein, wo ihr euch selbst eins vorgemacht habt und gutes Training.